Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind wieder bei Satisfactory Update 8. Wir haben das Ganze wieder auf Twitch gestreamt und es war natürlich wieder mal einmal mehr witzig und lustig. In dieser Folge sind Sascha und Riker mit dabei, die ebenfalls mitgestreamt haben und wurden dabei unterstützt von Mario und Carsten. Aktuell haben wir ja den Eisentower ja mehr oder weniger fertig und brauchen nun unbedingt ein Zentrallager, an dem ich mich jetzt mal ein bisschen austoben werde, nebenbei ein bisschen was korrigiere am Eisentower, weil ja dort noch nicht alles hundertprozentig läuft. Aber seht selbst, was wir tun müssen. Wie gesagt, Prio ist immer noch das Zentrallager. Dort werden wir uns fokussieren und später natürlich auch ein bisschen am Eisentower ein bisschen Schrauben drehen, dass die ganze Geschichte ein bisschen runterläuft. Ich glaube, es dauert aber auch noch 2-3 Folgen, bis wirklich alles da rund läuft, dass da wirklich alles auf 100% ist. In diesem Sinne, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Dankeschön. Ach, na guck an. Schön. Ja, sprich doch mal mit uns. Ja, ich musste da mal kurz meine Gedanken sammeln. Ja, dann sammle mal deine restlichen Gedanken und dann guck mal in den Mem. Ich hab dir dann nämlich mal eine Festplatte reingepackt. Das ist MK2. Sehr schön. Auch MK2. Bitte? Sehr schön. Auch MK2. Ja, da bin ich mit dir. Also das weiß ich doch, Carsten. Nie was anderes behaupte, Carsten. Ach, dann ist ja gut. Dann das ist ja alles passt. Schick. Das heißt, ich bin hier sogar kommt um deine Stahlproduktion bemüht. Er hat keine Stahlproduktion. Wir kommen mitten auf dem Berg rauf, Carsten. Kann sein. Oh. Leiter? Weil ich bin hinterm Berg wieder unten. Aber du bist. Du bist aber nicht gestorben, oder? Nein. Ich noch lebe ich. Sehr schön. Also ich gönn's dir, ja? Ich gönn's dir vom Herzen, dass du lebst. Also 360. Mario, wenn du meinen Transporter irgendwo stehen siehst, dann ist es schon mal. Bist du auf einem guten Weg. Jetzt brauchen wir eigentlich noch eine. Ich hab doch alles gekillt. Kohlemine. Ja, hatte ich eigentlich. Warum? Was hast du denn? Das sind Bienen und. Bei. Ja, natürlich habe ich wohl vergessen. So. Das heißt, der. Ja, das erstmal so laufen lassen, glaube ich. Beton. Theoretisch würde es auch so gehen, mit Direktüberschuss. Würde theoretisch auch gehen. Also, Tom, die Produktion läuft jetzt einigermaßen gut. Die gelbe Schnecke ist da nicht mitgenommen. Nein, habe ich keine Zeit für. So, Schnecken habe ich. Für Schnecken hast du nichts übrig. Es läuft ordentlich was rein hier. Ja, ich sage, die läuft jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt brauche ich. Das ist hier und Sache. Da. Ah! Oh. So. Ah, da oben ist der Mario. Und dann haben wir hier. Ja, das reicht sogar, was ich hier habe. Ja. Ups. Irgendwo waren doch hier noch Kabel, ne? Nee. Hast du die wieder eingepackt? Ja. Oh, alles gut. Pack mal so ein paar wieder aus. Schon verbunden. Guck mal in meinem LKW. Reicht. Alter, Schade. Was. Okay, das geht das nicht, oder? Das ist die Hochspannung, die Hochspannungsleitung. Okay. Ich werde erfolgt. Haben wir denn jetzt schon Quarz? Passt das da jetzt so? Weiß ich nicht. Nein. Nee, haben wir noch nicht. Immer noch nicht. Das ist da meine. Guck mal, in meinem Transporter sind Rotoren drin. Kannst du mir die mal runterbringen, bitte? Nein, wo ist denn das? Da ist er, ja. Rotoren. Ja. So. Sollten welche drin sein? Jo. Also, das machen wir jetzt mal einfach schick so.
das dann schick ist, das werden wir dann noch sehen. So. 2, 4, 6, 8. 3-mal. 8. 3-mal. Noch 15 Kohle. Brauchst du irgendwas noch? Na. Nee, momentan glaube ich nicht. Ich werde es 120. Aber notfalls kann ich es dann ja auch noch sagen. 180. Aber für Hochspannungsmasten, wenn du baust, kommst du auf längere Distanzen, gell? Okay. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Und der hat einen extra Anschluss. Die verstärkten Eisenplatten habe ich vergessen. Und das ist der kleine. So. Verschoben. Gelbe Schnecke und dann ist er weg. Bauen. Die verstärkten Eisenplatten. Ich baue da deine hin. Ja, und dann schauen wir mal. So. Oh. Falsch. Dann bauen wir nochmal eben zwei Miner. Dann würde ich sagen, machen wir da. Wir sehen uns. Ja, wenn es sein muss. Das gleiche Prinzip. Ich hoffe, es passt. Nicht wahr sagen. Ihr seid wieder so lieb zueinander. Immer. Immer. Sicher. Liebenswürdig zueinander. So ist es gehört. Mal eben kurz das Eisenerz hier loswerden. Ich stell dir. Ach. Ist das schön. Ich muss mal Plattform haben oder ohne Plattform? Mal wegnehmen da. Und dann machen wir gleich ein bisschen wieder in Kohlekraftwerken. Das war zu weit. Was meinst du? Das war zu weit. Ich mach deine Hoch. Weil du kannst abzapfen. Ach so, ja. Mit abzapfen. Oder ohne Plattform? Na, mit Plattform denn. Dann kann man sich ja da mal draufstellen, vielleicht zum drüber gucken. So, so bitteschön. Danke, Fein. Also. Aber jetzt bin ich gespannt, wie weit das geht dann mit dem. 16 Kraftwerke mit okay, drei einmal kannst du anhängen, drei große und unten vier. Das heißt, ich kann die Kraftwerke dann verdoppeln, würde ich sagen. Nee, kann ich nicht. Ich habe nicht genug Wasser. Aber also, ich hätte dann noch einen Förderband mit Kohle. Das kommt weg. Carsten. Kommt weg. Ja. Stell dich mal rauf und dann siehst du, wie weit es geht. Also das müsste dann hier sein. 120 für 8 Stück. Wie viel kommt denn hier an? Also. Wenn ich das Ding update auf MK2. Oh. Okay. Das ist MK. Hä? Und du hast oben, kannst noch eine Leitung weggehen, also eine Abzweigung. Und ja, unten hast vier ab, für die Kleinen, für die Nahversorgung. Ah, okay. Scheiße, muss ich passen. MK3 machen. Müsste so weit passen. Klar, die Höhe stimmt nicht, aber es von der Distanz. Micha, was machst du gerade? Ich bin auf dem Weg zum. Und die Distanz passt. Ah, okay. Dann würde ich sagen, richten wir zuerst das hier ein. Die Splitter. Splitter. Ich könnte theoretisch die Kohleproduktion, naja, mehr oder weniger verdoppeln. Nein, kann ich nicht. Das Wasser reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Bräuchten MK2 Pipelines. Legst noch eine einfache dazu? Zu den vier Stück bräuchte ich noch mal vier. Ja. Ja. Nein. Was brauchen wir denn dafür? Rohre. Wir brauchen
Kunststoff, ne? 1, 2, 3, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt erstmal hier. Oh. Nein, mache ich nicht. Ich habe keine Rohre dabei. Jetzt ist die Frage: Wollen wir groß bauen oder so? Ich glaube, Sascha will groß. Dann machen wir einen fetten Eingang. Wir haben ja Platz. Ja. Ne, nicht Think Big, sondern Think Bigger. Machen wir mal Bigger. Wie war das? Wenn du denkst, das ist groß, dann ist es noch zu klein. Okay. Ja. Also, dann ist das der Eingang später. So, dann haben wir mal... Carsten, du hast nicht direkt Verbindung jetzt zum Lager mit deinem Strom. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wieso fahrt ihr nicht? Was soll das? Fragst du Strom, Tom? Strom? Ja? Nee, Moment. Ich hab Hochspannungsleitungen. Sehen wieder mal nur so aus, als wenn ich darf. Ah ja, Mario wieder im Experimentalmodus, eh? Na? Schön am Experimentieren. Na, alles gut, Mario, alles gut. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich brauche nicht die Stahl. Versteckten Eisenplatten brauche ich nicht. Viel weniger Stahl. Solche Masten. So kleine. Hm. So, und wo war denn der? Der war hier. Nur ein paar müssen wir mitnehmen. So, so. Und dann... Das ist die Frage. Alles nehmen. Aller Fragen. Die Frage aller Fragen. Warum Noah? Weißt du, wo ich gerade bin? Nicht bei mir. Startpunkt von Torium City. Ah, oha. Sehr schön. Hast du meine alte Gegend besucht? Bin ich gerade bei den zwei Quarzquellen. Na, da muss ich definitiv auch mal weitermachen. Ich schaff's gar nicht, irgendwas Singleplayer zu spielen im Moment. Hast du, wie gesagt, du hast jetzt da drüben deinen eigenen Hochspannungsleistung. Das werde ich auch streamen. Anzapfen. Theoretisch. Ja. Danke, Frank. Brauchen wir den Rohquarz in der Basis oder nur die Kristalle? Kunstbau, Junge. Du brauchst ja so. Sand brauchst ja und Kristalle jeweils für gewisse Schilder. Je nachdem. Also einmal Quarz, Kristalle und einmal Sand. Ich habe definitiv zu wenig Stahlträger. Ich habe definitiv zu wenig Beton. Biomassegenerator. Also Beton haben wir hier fleißig im Lager. Ich dachte, man würde zu wenig Stahlträger. Also dann habe ich gesagt, wir machen hier Think Bigger. Wo treibt sich denn du herum, Tom? Die Schrauben oben. Schrauben gibt's nicht. Schrauben musst du direkt aus der Produktion klauen. Ja, ja, na, wo du dich herumtreibst, bei den Schrauben oben. Ich habe hier keine Schrauben. Wo bist du da? Also du bist beim Lager drüben. Ich bin beim Lager, ja. Ich versuche hier ein neues, innovatives Lager zu bauen. Ein Miner brauche ich noch. Ein Miner. Mr. Tom? Yo. Heute? Ich habe was für Sie. Ja. Ja, geh einen Schritt zurück. Also, bitte Abstand genau. Halten, ja? Ich muss erstmal zurück. Sehr schön. So. Und dann. Jetzt fehlen nur noch Rohre, ja? In dem Fall. Wo war denn mein Auto eigentlich? So. Rohre braucht's auch? Ja. Ja, Rohre kommen. Bleib da, Erik. Ach so. Wie viel? 2400?
1000 würden reichen. Ja, dann muss man sagen, stopp. Ich glaube, jetzt habe ich einen 5er hingestellt. Komm, ich komme gleich wieder nach oben. Bitteschön. So. Zack, zack, zack. Schönes. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Sehr schön, passt. Dann lass ich das mal hier stehen. Ja, und die Starkstromleitungen gehen auch bei dir vorbei, gell? Also wo, wie, was, wo? Ah, ja moin. Ja, mach dir doch eine Seite, wie heißt das Ding, eine Kabelrutsche? Nein. Oh. Kannst du dem Ding nachrutschen? Will ich ja nicht. Ich warte auf das Stromding. Ach so. Kann ich jetzt... Nee, das wäre böse, das würde nicht gehen. Ne? Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt gleich mal den Break. Weil danach werde ich vermutlich keine Zeit mehr haben für Breaks. Etwas um. Mal kurz gucken. Passt das jetzt wirklich? Ich glaube, den haben wir eingesperrt. Der kommt da nicht wieder raus. Das würde gehen, ne? Ja, 3. Ja, toll. Ich sehe hier mal wieder ein Förderband nicht. Die anderen zwei Sachen, die kann man auch noch richtig herstellen, oder? Ich kann das Förderband nicht updaten, weil es nicht da ist. Der Phase 2 oben. So, ich muss mal kurz mich entleeren. Klingt komisch, ist aber so. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Wenn zufällig mal jemand bei den Kohlekraftwerken vorbeikommt, kann er dann mal Bescheid sagen? Ah, Moment, was brauche ich denn für das hier? Eisenplatten, was brauche ich für das hier? Keine Eisenplatten, sehr schön. Ich mache auch mal einen kurzen Break. Ja. Melde mich in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. Jo. Jetzt prägt ja alles, ey. Ich break. Oh nee. Also. So, das haben wir abgedreht. Hier unten. Ja, jetzt ist dieses eine blöde Förderband hier, was natürlich nicht abzudaten ist, weil es nicht sichtbar ist. Passt das? Ja, passt. KI-Überschuss. Theoretisch müsste das doch so gehen. Was haben wir hier denn? Quarz, Sand und Rohstoffe. Quarz, Kristalle. Brauchen wir beide am Lager? Hallo? Hallo? Brauchen wir Quarzkristalle und Quarzsand am Lager? Ich muss den Micha fragen. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich merk schon. Keine Ahnung und davon ziemlich viel. So, jetzt haben wir ein Förderband schon mal leer. Das heißt, da kann ich noch mal 16 Kohlekraftwerke bekommen. Form, ja. 16 da. Plus 8, 24 Kraftwerke. Vorübergehend gefixt. Aber wir haben nicht Daten. Genug Wasser. Okay. Du sammelst dir gern die Coupons, gell, Tom? Ja, hier habe ich eine Kiste. Okay, dann schmeiß ich's rein. Da nicht. Da lang. Hier habe ich eine Kiste. Komische Maschen. Energiefragmente habe ich auch gekriegt. 20 Stück. So. Machen wir sowas? Oder verharzen? Energiefragmente. Ja. Energiefragmente. Hilf mir nochmal kurz. Und die kommen das, was du da vorher reingeschmissen hast.
komischen gelben Dinger. Komischen gelben Dinger? Ne, Energiefragmente, ne, die brauchen wir. Okay. Da ist die Coupons. Fünf! Und da. Ja, Entschuldigung, die waren drinnen im Weihnachtskalender. Ah, schick. Das war auch drinnen im Weihnachtskalender, das Ding da. Ding da? So. Das Ding da. Welches Ding da? Das Ding da. Oh, ja, genau, okay. Das Ding. Sehr schön. Ich schmeiß die jetzt einfach mal hier rein. Oh, nice. Kann ich das sogar mal noch kurz testen, bevor ich den Break antrete? Wie das denn ausschauen würde? Was war das Wende, hä? Carsten? Ja, bitte? Wo hast denn du deinen Weihnachtsschmuck drinnen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Das heißt, hier können wir nochmal 8. Also das gleiche, was da oben schon mal steht, können wir nochmal bauen. Na? Aber ich kriege hier dieses Wasser definitiv nicht her. Ich habe eine goldene Kugel. Na, 25 goldene Kugeln. Goldene Kuh, habe ich gerade gedacht. Ich auch. Ich auch, tatsächlich. So. Heißt in dem Fall hier nochmal. Also, hier brauchen wir. Kriegen wir hier 16 Stück hin. Also 8. Okay, das heißt, ich muss die Protein-Dinger da machen. Das würde reichen. Das würde reichen. Nice. Wie viel Abstand haben wir da? Wo stehen die auf der Vorderseite? Oh, Hilfe! Was machen wir mit den DNA-Kapseln dann? Die hast du irgendwo braucht, gell? DNA-Kapseln? Die kannst du shreddern. Okay. Ich habe jetzt davon die drei Dinger da. Wo haben wir das hingebaut? Mal gucken. Okay, Vorderkante auf. Die Frage, haben wir denn hier entsprechende? Die haben wir noch nicht. Oder doch? Vorderkante. So. Wo krieg ich denn das hin? Was ist doch das? Wo der Schreiner ist. Was ist denn das? Gesagt, 8 Stück. Im zweiten Obergeschoss. Da stehen, glaube ich, sogar 2 Stück. Aber nicht beim Dom drüben, oder was? Ist das dort, wo der Coupon automat steht? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, auch, ja. Okay. 6, die kann ich einfach so reinschmeißen. 7. Oha. 8. Was liegt denn da drinnen? Ein Coupon. Okay, das wird spannend. So, ich bin wieder da. Wie ist denn mit den Kohlekraftwerken? Hm? Was war mit den Kohlekraftwerken, Sascha? Nichts. Was soll damit gewesen sein? Ich versuche noch weitere zu bauen. Oha. Du sagtest, wenn jemand bei den Kohlekraftwerken vorbeikommt. Ja, habe ich gesagt, glaube ich. Das hat er schon wieder vergessen. Das ist ihm nicht mehr so ganz geläufig. Ach, das ist doch mein Part. Wo müsste das doch jetzt hier passen? Nein, dein Part ist Chaos, ja? Naschas Part ist vergessen. Ach so, okay. Hatte ich doch fast was vergessen. Was denn hier? Ich bin abgestürzt. Ah, Hilfe! Man haut heute ganz schön die Karlauer raus, ne? Was brauche ich denn noch? Was war das denn? Was aber warum krieg ich denn das hier? Fehlt mir da schon wieder ein Bauteil.
Jemand hat mir mein Lego geklaut. Hallo. Dein Lego. ich kann hier die Ecke nicht zumachen. Was wollte ich hier? Ich finde das nicht und somit leg ich daher. Der steht daneben. Den müssen wir nochmal. Was waren das noch? Was gibt's denn noch, was vielleicht fehlt? Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Bist du hier in der Nähe, Micha? Kurz davor, ja, ich sammle mir gerade eine blaue Schnecke ein. Ja, hier ist ein Förderband, was bei mir unsichtbar ist. Und das sollte abgedatet werden auf MK3. Und wenn du zufällig noch Rotoren hast, wie viel sind denn das jetzt? 6 Stück? Kriegen wir das dann nicht zusammen, oder wie? Ja, scheint gerade so, ja? Rotoren haben. Scheint gerade echt so, dass ich das wirklich nicht zusammenbekomme. Warum denn auch immer? Rotoren hast du? Ja, habe ich 100 Stück. Kannst du noch 2 Stück an Kohlekraftwerken daneben setzen, wenn das passt? Ich würde mal sagen. Wenn ich genug Material hab. Verstärkte Eisenplatte brauche ich. Haben wir irgendwo noch verstärkte Eisenplatten? Brauchen wir nicht daneben. Gut, also ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch mal kurz einen kleinen Break. Also, bis gleich. Bis gleich. Dann. Auf der anderen Seite taucht sie wieder auf. So, da bin ich wieder zurück. Zurück. Dankeschön. Da haben wir irgendwo Lager von dem Turbo-Draht. Wo du gerade drinnen ist? Oben? Ja. Oh. Oben schon? So. Ja, bei mir, ja. Wenn du das hier siehst, du siehst 3 Förderbänder, ne? Nein, ich sehe nur 2. Das mittlere ist bei dir auch nicht da, ne? Richtig. Genau, das ist das Förderband, was mir irgendwie fehlt. Das ist aber da. Zack. Und ich kann es nicht updaten. Da, wo du jetzt gestanden bist, ja, da stand's. Ich brauche 150. Hinter mir ist ein Lager. Ja. Da drin ich ist es. Ich mache auch mal eine Pause. Nicht aufzufinden. Ja, dankeschön. Bitteschön. Aua. Und jetzt kommt es nämlich gleich direkt. Aua. Upsi. Ja, sieht im Moment noch ein bisschen wirr aus. Gut, aber wie gesagt, ich hab mal eben. Aber das ändert sich ja bald. Es ändert sich bald. Sobald ich das unten umgeleitet habe. Ja. Ja. Stahlträger gleich weiterverarbeiten zu Stahlbetonträgern? Nee, für mich aktuell nicht. Ein Stack nehme ich. So, und das gleiche machen wir hier. Da war was drin. Kupferblech. Gut. Und Stahlbetonträger braucht man ja für MK2. Ach nee. Überlegungsfehler. Ich hätte jetzt wieder. Überlegungsfehler. Ich baue ja größer. Das wäre nicht zum ersten Mal. Hallo? Stopp. Stehen bleiben. Hier. Steh bleib. Ich steh bleib. Bitte schön. Was ist das? Ja, toll. Dankeschön. Scheiße, ich muss jetzt ja um 2 switchen. Ne? Bei denen gibt es hier auch nicht. Was ist hier drin?
Gabel. Micha? Ja? Autsch. Wo bist du? Bei Sascha? Im Kohlekraftwerk, ja. Okay, ah, da komme ich jetzt nicht rüber. Im Raum ist noch so. Wie mache ich denn das schon wieder? Das heißt, das Ding hier muss in dem Fall noch da drüben. Ah. Und tschüss, Tom. Tschüssi. Oh, okay. Durch die Förderbänder können wir nicht durchrutschen. Nee. So, das heißt, das kommt weg. Was habe ich gesagt? Das ist Draht. Nee, nicht Draht. Carsten, ich komme dich besuchen und bring dir was. Komm mich mal besuchen. Dann haben wir hoffe, du bist doch da drüben. Ich bin immer noch hier bei meiner Stahlproduktion. Hast du wenigstens schön Strom verlängert? Dann haben wir hier. Die mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen größer. Was war das jetzt? Turbo. Der Turbodraht, oder? Ja. Was dann fehlt, wenn du noch Rahmen fährt? Und Stahlrohr brauche ich auch noch. Na, bring ich dir. Das ist dann Quarz. Okay, da komme ich nicht durch. Kristall. Und hier vorne wäre dann Quarz. Ist das Sand. Weh? Quarz, Sand. Ich glaube, das muss ich noch verschönern irgendwann. Ja, ich glaube, das muss ich auch noch irgendwann verschönern hier, die ganze Geschichte. Jetzt weiß ich, warum da Plattformen ideal sind. Blitze zu dir, Carsten. Ah, okay. Da habe ich jetzt schon was drin. Das, die Stahlrohr kann ich brauchen, ja. Also das kommt ja, jetzt. Du. Das geht jetzt da rein. Schau mal auf den Hochmast, was ich dir gesetzt habe. Ja. Hier rein, hier raus. Gleich. Gleich siehst du was? Siehst du was? Moment. Ich sehe noch nichts, aber gleich bestimmt. Aber jetzt da, musst du was sehen. Moment, was da ist. Nee. Das stimmt. Ah, jetzt da, ah. Dann heißt, da kommt das hier da rein. Bring dir was. Wo bist denn du? Hier oben. Also, das ist der Turbodraht, das ist hier, das hallo. Blech. Andere Seite. Und das hier wäre dann. Alles nehmen. Oben wieder, oder was? Ja, hier auf dem einen Container hier hinten bin ich. Okay, da ist genug drin. Ich hab dich noch immer nicht. Was hab ich jetzt? Hier. Ich hab Turbodraht, das geht hier rein. So, einmal Carsten. Wie ist es hier? So. Kabelrutsche. Da ist jetzt nichts mehr drin, ne? Passt. Stahlrohr, genau. Die brauche ich. Not enough space für Stahlrohr. Alles nehmen, sehr schön, geht sogar. Muss ich mal aufräumen, rotieren. Mal auf oder nicht? Brauchst du Rahmen auch? Ja. Ich habe aber nur 50 jetzt normale. So, und das wäre jetzt der Draht. Das stimmt, ja. Ja. Die sind perfekt. In Ordnung. Die sind voll in Ordnung. Brauchst du Beton? Was du nicht brauchst, leg's raus. Ich muss erstmal meine Hosentaschen irgendwie umkrempeln. Ich will nicht wissen, was du machst mit deiner Hosentasche. Geh wieder. Ah, der kommt mal weg, der Kollege. Das wollen wir alle nicht wissen. So, das heißt, das würde dann jetzt stimmen. Theoretisch. Eisenbahn. Der Kollege da. Kommt weg. Und da haben wir schon einiges mehr drin. Da brauche ich mehr Platz in dem Fall. Alles nehmen und weg.
raus. Ich bin wieder da. Bebe. Danke. Bebe. Carsten, ich brauche 10 Beton. Ja. Ja, ist schon verarbeitet. So. Krieg ich auch wieder den Blade. Ich habe jede Menge Beton hier. Ja, habe ich schon. Und da unten baue ich mir gleich einen Miner hin für Beton. Okay. Dann mach ich baue dir das ein bisschen da. Stahl das gerade. Wie viel Wasser braucht so ein Kraftwerk? Was war das? 50. Ja. Das heißt, wir können sechs Folgendes. Man könnte 1, 2, 3, 1, 2, 3 ein bisschen mehr Platz hier. Ja. Da oben 10 Wasserextraktoren sitzen. A120. Ja. Wenn wir... Ich hab dir ganz kurz den Strom. 3 Stück. Oder das 3. 5 Stück für 300. Und dann wäre das, glaube ich... Genau. 600 sind 5 Stück. Also 2,5 für 300. Mhm. Wenn wir... nur 2 Wasserextraktoren nutzen. Was ist denn das hier? Davon MK2. Übertakten. Dann haben wir trotzdem 300. Verstärkte Eisenplatten. Ja, das kann man natürlich auch machen. Jetzt müssen wir die Rohre hier runterbringen. Ja, ich bin gerade in der Basis. Ich brauche Beton. Beton? So, wieso gehst du in die Basis für Beton? Beton haben wir hier wollen. Das weißt du, ja? Mischa. Beton haben wir hier. Ja, ja. Also hier ist auch eine extra Betonproduktion, die ist fast voll. Carsten? Ja. Ist das der Sound? Bring mal Kupferrohre mit. Der Turm? Platten. Kupferblech. Wo ist er denn? Ja. Wo der Schlepper steht von dir? Ja. Ist das lieber? Ja, besser wär's. Okay, dann stelle ich dann da her. Was haben wir denn noch an Übertaktungszeug? Stück habe ich noch. Basis also Beton ist hier genug. So. Ah, cool. So. Beton habe ich mal eingepackt. Das ist Draht. Der ist der falsche gewesen jetzt da. So, der wird jetzt spannend hier. Eins. Hier müssen wir irgendwie... Da ist der Strom. Und der zweite ist gegangen. Warum so? So. Strom ist wieder vorhanden. Ja, vielen lieben Dank. So. Also 6 Stück können wir an. 300 war anschließen. Ich bin heruntergefallen. Wir haben ich hab 16. Zu geben. Ach, das stimmt schon. Komme ich denn jetzt wieder hoch? Flex. 2x5 und 1x6. Also brauchen wir 3 Rohre A300. Ja. Das heißt, wir brauchen da eine Durchführung. Ich glaube, das war. War das hier? Ich glaube, das war hier, ha? Pipeline. Ja, wenn man hier runter muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt eigentlich kein Kupferdraht mehr an? Das wird wahrscheinlich gerade leer gewesen sein. Läuft was anderes. Es läuft Kabel, ja. Kabel und Turbodraht. Und da hinten hat es auch noch Beton. So, die Produktion oder? Läuft nicht mal mehr da hinten. Oder? Ich nehme mal was mit. Wie viel sind das jetzt?
ich verabschiede mich für heute von euch. Jo, ich wünsche euch was, gell? Schlaf schön. Gute Nacht zusammen. Bald. Gute Nacht. Gute Nacht? Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Da einmal. Dann. Da einmal. So, dann haben wir hier. Drei. Vier. Fünf. Also. Ich glaube, ich habe zu viel Mist dabei. Dahin. Dahin. Und dahin. Das macht fünf Stück auf der Seite. Dass ich jedes Mal runterfall. Einmal den. Dann einen von außen frei. Ach, Eddie, das ist auch, der ist auch komplett davon. Voll. Ein von da frei. 1, 2, 3, 4, 5. Sascha, 970 Bleche sollten reichen, oder? Ja, wir müssen drei Rohre legen bis da oben. Okay, dann nehme ich nochmal was mit. Nein. So. Das sind die. Und dann. So, dann kommt der daher. Das ist ein von außen frei. Mittig drauf. Ups. Und ein von da freilassen. Und so. Der ist mittig drauf. Der ist ein von da. Oha. Ein von da frei. Hilfe. So. Es gibt einen guten Trick, der heißt Hilfsplattform. Hilfsplattform? Ja, baue ich hier auch regelmäßig. Ja, hätte ich stehen lassen können. Aber jetzt muss ich stehen noch komplett leeren. Dann brauchen wir eine Leiter. So. Rein. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann passt das auch schon mal, oder? Also hier haben wir Rotor. Frame. Das hier Überschuss. Einmal den. Einmal den. Okay. So, das so. Heißt, dann sind hier die. Kriege ich die rein? Alles nehmen? Natürlich nicht. Einmal dahin. Einmal da. Zwei, drei, vier und dann müssen wir, ja klar, hier ist mal wieder der Bug.
Jetzt habe ich nicht mehr genug. Nein, halt. Finger weg da von dem Rohr. Das ist zu Ende, das mittlere Rohr. Aber du könntest mir mal im kurzen Blech hier da lassen. Nur klar. Das reicht schon, danke. Mehr brauche ich schon nicht. Dann ist halt wieder. Hab ich denn das hier reingeschmissen? Jawohl. So. Alles nehmen, so. Von da nach da. Bald haben wir's. So, das noch mal ein bisschen entleeren. So. Okay, das muss reichen. Einmal da. Alles nehmen. Einmal da. Snappt nicht. Nee, so. die snappen auch nicht. Ups. So. Ah, sehr schön. Ah, perfekt. Falsch. Ich bin gar nicht so froh, wie ich gedacht habe. Ja, okay, das müssen wir dann. Welchen Baumodus hast du? Ja, du mach die schräg. Ja. Ja, den kannst du gerade machen. Das war doch noch, genau, verstärkte Eisenplatten. Passt schon. Die sind ein bisschen schräg hier. Weil die natürlich nicht gegenüberstehen. Ja. Die Eingänge. Das ist halt so. Naja. So. Bleibt nicht aus. Machen wir Dach. Was war das nochmal? Das waren die Eisenplatten, glaube ich. Oder? So, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Nee, Eisenstangen. So, und da kommen hier nur noch die Platten. Und dann wären wir eigentlich damit durch. Dann nur noch neu anschließen und gut ist. So. Von der Theorie her habe ich hier dann die Wand gesetzt. So, wie sieht's hier aus? Alles nehmen. Wände. So. Dann haben wir das Lager nämlich umgebaut. Einmal da. Dann gute Nacht, Daniela. Schlaf schön. Schön, dass du da warst. Und hoffentlich sehen wir uns morgen. Und jetzt hoch. So. Der Rest da rein. Es sieht aus. Zack. Zack. Ja, jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Machen wir ganz einfach. Okay, das ist gar nichts mehr da oben. Perfekt. Ja. So. Da. Da. Und rein theoretisch passt das haargenau von der Länge. Wobei. Muss gerade mal Hilfe. Gucken. Das passt nicht. Nee, das ist so. Zu eng gebaut.
Die müssen wir ein bisschen weiter auseinander. Da. Und da. So. Na? Ich weiß nicht, ob es passt. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Also ich hätte dann schon mal ein paar Stahlträger im Angebot. Architekturleiter. Ich hab doch hier vorne schon eine gebaut. An dem anderen? Ja. Ja. Ich gehe jetzt aber einfach hier hoch. So. Ah, das erste Rohr ist. Aber da können wir vorne man, weiter ja. Das ist das Problem. Ja, okay. Das passt schon. So. Den daran. Reicht nicht. Da ein. Die sind so eng hier zusammen. Die ja. Mast nicht drüber. Was? Doch, das passt. Probier du mal, ob du den stapelbaren Förderbandmast drüber kriegst. Oder beziehungsweise Rohrmast. So. Ach so. Also, das heißt TO. Nee, kann ich nicht. Ich hab kein Material mehr dafür. Mister... Was geht mir denn? Was haben wir denn hier? Eisen. Eisenplatten. Platten. Ich kann leider nicht bauen, weil ich habe keine Eisenplatten mehr. Autsch. Eisenstangen. Der Punkt ist, die sind zu weit auseinander, ne? Weißt du? So, das können wir jetzt hier nach unten maximal nehmen. Maximal 6 Platten eigentlich. Also. Und was, dann müsste das hier funktionieren. Ist. Das Überschussband müssen wir noch anschließen und dann passt's. Ich habe aber eine viel bessere Idee. Wie viele Eisenplatten hast du noch? Eisenplatten. 148. Magst du mir die geben? Weil dann baue ich die Ständer hin. Bauen wir die Ständer mal eben kurz ein bisschen praktischer. Für alle 7 Rohre. Mal testen, ob das so läuft. Da liegen mal sie vor mir. Mal testen, ob das so okay. Läuft. Machen wir das hier nochmal eben wieder weg. So, mal gucken. So. Theoretisch könnte ich das Ganze auf einem MK3 boosten, ne? Wollen wir mal kurz Stromausfall machen? Lass uns mal kurz überlegen, nein. Ach, come on. So, fünf, sechs Platten. Lass mich jetzt mal nach oben.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Platten. Okay, es geht was rein, ne? Jetzt Eisenplatten. Zack. Die dann bitte auf die obere Etage schon mal hoch verlegen. Eisenstangen. Was geht auch? Warte. Mist, ich habe hier verkehrt angefangen zu bauen. Da drüben ist alles okay. Das ist jetzt eben der Rotor gewesen, glaube ich, oder? So, ich würde sagen, wir brechen mal die Geschichte hier ab. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4. 3 Platten. Da müssen wir hin. 6 Platten hier. Heißt ein dahin, ein dahin. Ein dahin, ein dahin. So. Zack, zack, zack. Okay, das war das genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Einmal so aufgeräumt. So. Und jetzt noch das Gedöns da drüben. Ich glaube, das wird so etwas besser, weil man kann auch noch unter durchlaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Das passt. Eins, zwei. Die können weg. Zwei, drei, vier. So. Wir gehen hier schon mal direkt eine Etage hoch. Was ist denn das da unten jetzt? Passt. Der passt auch. Dann machen wir das hier. Das könnten wir natürlich auch in schön gestalten hier. Gibt's das schon? Du kannst die oberen Rohre schon mal verlegen, ne? Jo, bin ich schon dabei. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 müsste dann ja rein theoretisch dahin. 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 So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Jetzt sind mir die Eisenplatten ausgegangen. Schon wieder? Ja. Das Rohr ist zu lang. Gut. Deigung.
darfst nur 5 Platten nehmen. Was ist das hier? Nee, so darfst du das nicht legen hier vorne. Das ist, der Knick hier vorne ist nicht gut, den du da gemacht hast. Der hier, wo ich draufstehe. Ja. Wer sagt denn das? Wie soll denn das Rohr an den unteren rangehen? Stimmt. Das sieht doch scheiße aus. Da würde ich dann lieber hier vorne noch einen Förderbandmast hinstellen. Hier, wo die Pumpen sind. Das würde ich tatsächlich aus optischen Gründen tatsächlich so machen. Achso, einen noch dazwischen. Ja, das sieht echt übel aus. Aber ich habe ja auch keine Eisenplatten mehr. Oder sieht das gut aus? Ich hole mal welche. Du darfst hier irgendwo welche. Nö. Nee, ich habe nur Stahl. Wie heißt das? Stahl, ja. Stahl. Beton habe ich hier auch. Ja, ich hol mal Luxusprobleme da, ha? Und sowas von. Bei der Gelegenheit tue ich gerade mal das Laufband auf MK3 erhöhen. Bring genug Eisenplatten mit. Ja. Na? So habe ich hier eigentlich Biomasse-Generatoren drin. Das könnten wir theoretisch gesehen hier auch zumachen. Die hast du wahrscheinlich zum Anfeuern genommen. Nee, also im Baumenü. Achso, wir brauchen dann. Brauchen wir noch Wasserextraktoren? Ich guck mal eben nach. Wir brauchen ja 2 Stück pro Rohr. 7 macht 14. Ja, 10 haben wir da. 10 Stück sind da? Ja, 10 Stück sind oben. Dann brauchen wir noch 40 Rotoren. Den Rest habe ich, wenn du denn noch genug Kupferblech hast. Ich habe nur noch 20 Kupfer. Ach nee. Rotoren habe ich noch 80 einstecken. Verstärkte Eisenplatten habe ich genug. Ja, davon habe ich auch genug. Und Kupferblech habe ich noch. 5. 1400 knapp. 5, ja. Dann, wie sieht's aus mit, wir müssen dann ja verstärken, müssen wir, 7 Stück müssen wir verstärken, ne? Ja. Also ich habe 3 Energie. Ich habe 10 Fragmente. Okay, ich habe 3. Gut. Passt. Verstärkte Eisenplatten schmeiße ich jetzt mit ein paar in den Container. So. Definitiv zu viele. Zwei Coupons. Ich besorge mir gerade meinen kurzen paar Eisenplatten. Ich glaube, Micha auch. Ja, aber ich mache es über einen anderen Weg. Ja. Warum laufen warum läuft der Container hier vorne nicht leer? Der läuft voll. Nein, hier, der rote. Willst du das schreddern, oder wie? Nein, Einlager. Das ist doch unser Einlagercontainer. Weil der noch nicht angeschlossen ist. Ah. Den habe ich tatsächlich noch nicht angeschlossen. So. Schon mal nicht genau am Strommast. Was heißt? Nicht Splitter, sondern Fusionator. Diese Müll. So. Ein paar Eisenplatten habe ich schon wieder.
Okay, das geht da nach da hinten. Wo ist da der Container? Da ist der Container. Oh, fast 70 Stück habe ich wieder. Jo, ich habe ein paar mehr. Dann könnte ich theoretisch so. Okay. Das geht leider nicht schöner. Ja, dann halt, shit happens. Pipeline. Na? Skelett oder was? Okay, den muss ich wohl auch noch wegnehmen. Jetzt gehen wir hier einen näher ran. Und 6. Dann von da nach da. Ich glaube, das Ding haben wir noch gar nicht, die schrägen Wände, hä? 1, 2, 3, 4, 5. Du bist leer. Und du bist auch leer. Wie sieht es mit dem da hinten aus? Der ist weg und der habe ich meinen ganzen Schrott noch drin, hä? Wo soll ich denn das noch reinpacken?